Hallo und herzlich willkommen zu einem Infovideo zu Diablo 3 für die Season 22. Ich habe mich mit den Streamern bzw. Content Creatern Baskinator, Bobfried, Kraxel und Bodichu zusammengesetzt und wir haben da mal ein paar Community Challenges ausgearbeitet. Wir haben uns dafür diese Sonntagabende hier rausgesucht, einmal am 20.12., am 17.01., am 31.01. und am 14.02., wo wir eben an den entsprechenden Tagen diese Challenges machen werden. Ich benutze das jetzt bewusst nur als Infovideo für euch. Ich werde das jetzt hier nicht alles nochmal genauer vorlesen und darauf eingehen, weil es dazu wahrscheinlich eh Fragen geben wird. Und ich würde euch bitten, wenn ihr euch dafür interessiert und da mitmachen wollt, werdet ihr euch eh anmelden müssen. Und dann können wir eben auch noch eventuelle Rückfragen etc. eben beantworten. Also würde ich euch bitten, dass ihr euch das eben einfach selber durchlest und wenn da Fragen entstehen, kommt gerne auf einen von uns zu. Dafür gibt es in diesem dritten Reiter eben nochmal alle, die hier teilnehmen, auf YouTube und Twitch verlinkt. Und bei jedem von uns fünf könnt ihr euch anmelden, könnt ihr Fragen stellen und könnt euch vor allem, wenn ihr dort findet, in den Communities eben auch Partner für die Challenges suchen, falls ihr eben keine Gruppe am Start habt. Deswegen haben wir uns eben überlegt, das mit ein paar mehr Leuten eben zu machen, eben zusammenzuwürfeln und mal ein bisschen auch zu testen, wie klappt das in Season 22, wenn wir da ein paar mehr Communities einfach im Boot haben und eben versuchen, mal so eine Community-Challenge mit an den Start zu bringen. Wir haben uns ebenfalls dafür entschieden, auch eine englische Version der Challenge rauszubringen, weil eben die Zuschauer von Bodijo überwiegend Englisch sprechen und für die, die dann von dort aus mitmachen wollen, gibt es diese Challenge eben nochmal auf Englisch. An dieser Stelle auch nochmal danke an Bobfried, der das eben alles hier verglaslicht hat, wenn das überhaupt ein Wort ist, eben die Logos eingefügt hat, die ganzen Links. Wie gesagt, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Aber auch vielen Dank an die vier Mitstreamer, die sich dafür bereit erklärt haben, diese Challenge anzugehen. Und ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, was uns in Season 22 erwarten wird bei den Challenges. Wie viel Spaß das macht, ob wir das dann für Season 23 eventuell nochmal angehen. Vielleicht kriegen wir den einen oder anderen Content Creator, Streamer mehr mit dazu, der da mitmachen möchte. Und ja, das ist mein Aufruf. Meldet euch an, macht mit. Wir sind richtig gehypt, wir haben richtig Bock, wir freuen uns richtig drauf. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Season 22 und würde sagen, ciao und bis dahin.